Bevor wir uns der Afghanistan-Mission zuwenden, werfen wir einen kurzen Blick auf die Lage Afghanistans vor dem Ersten Weltkrieg. Dieses Land hatte zuvor zwei kriegerische Auseinandersetzungen mit Großbritannien hinter sich gebracht. Der erste dieser anglo-afghanischen Kriege ging von 1839 bis 1842 und hatte den vollständigen Abzug der Besetzer zur Folge. Auch nach dem Zweiten Krieg von 1878 bis 1880 mussten sich die Engländer aus Afghanistan zurückziehen, da es unmöglich war, die Afghanen dauerhaft unter fremde Besatzung zu stellen. Allerdings konnten die Briten dennoch einen Erfolg erzielen. Und zwar bestimmten sie von da an die Außenpolitik Afghanistans. Aber nicht ohne das Zugeständnis zu machen, dass es Afghanistan gegen Angriffe von außen verteidigen werde. Des Weiteren erhielt der neue Emir Abdur Rahman finanzielle Zuwendungen von den Briten. Doch was blieb, war der extreme Hass gegen die Engländer in der afghanischen Bevölkerung. Die Idee, Afghanistan von einem Kriegseintritt auf Seiten der Mittelmächte zu überzeugen, kam von Enver Pascha, der schon vor dem Kriegseintritt der Türkei mit dem deutschen Botschafter in Konstantinopel über diesen Gedanken sprach. Er war davon überzeugt, dass der Emir Habibullah zu jeder feindlichen Unternehmung gegen England und Russland bereit sei. Damit war klar, man müsse nach Afghanistan, um den Emir zu überzeugen, und sandte Anfang September 1914 die erste Gruppe nach Konstantinopel. Der einzige aus dieser Gruppe, der bereits Persien bereist hatte, war Wilhelm Wasmus, welcher sich später noch von der Mission trennen wird und sich auf nach Südpersien macht, wo er gemeinsam mit persischen Stämmen gegen die Engländer kämpft. Als nächstes reiste Oskar von Niedermayer mit einer Gruppe getarnt als Wanderzirkus an den Bosporus. Doch auf dem Weg dorthin wurde ihre gesamte Ausrüstung in Rumänien beschlagnahmt, da die Ausrüstung nicht anständig verpackt wurde und Isolatoren einer als Zeltstange angegebenen Funkantenne das Aufsehen eines rumänischen Beamten erregten. Als Niedermayer in der osmanischen Hauptstadt ankam, war Wasmus bereits weiter nach Aleppo gezogen. Des Weiteren musste er erfahren, dass sich einige Teilnehmer der Gruppe äußerst daneben benommen haben und unter anderem Bordelle aufsuchten. Doch weitaus schlimmer war die Tatsache, dass einige der Deutschen mit ihrem geheimen Missionsauftrag prahlten, was dem englischen Geheimdienst nicht lange verborgen blieb. Zwar wurden diese verantwortungslosen Personen entlassen, doch der Schaden, welchen sie verursacht hatten, war nicht mehr rückgängig zu machen. Durch diese Umstände kam es natürlich auch zum Konflikt mit den Türken, welche alleine schon die Anzahl von 25 Expeditionsmitgliedern in der ersten Gruppe als zu viel empfanden. Denn eine Gruppe von ein paar sehr bedacht ausgewählten Deutschen wäre innerhalb der türkischen Mission kaum aufgefallen. Auch die Kooperation zwischen den Deutschen gestaltete sich aufgrund von unklaren Befehlsstrukturen zunehmend schwieriger, was aber unbedingt nötig gewesen wäre, um mit dem türkischen Waffenbruder vernünftig zusammenzuarbeiten. Als im Januar 1915 Wasmus die Afghanistan-Mission verließ und das Osmanische Reich es sich bei dem iranischen Nachbar verscherzte, als sie trotz der Neutralitätserklärung Persiens Truppen in den Nordwest-Iran schickten, um dort gegen die Russen zu kämpfen, verlor Enver Pascha das Interesse an der gemeinsamen Mission. So teilte der Offizier Reuf Bey den Deutschen mit, dass die Mission von türkischer Seite aus als beendet angesehen werde. Unter anderem gab er an, dass sie aufgrund dessen nicht mehr teilnehmen wollten, da die Engländer von dem Unternehmen erfahren haben und dass die Durchquerung Persiens sich schwierig und gefährlich gestalte. Niedermayer schloss daraus, dass sich die Türken in Bezug auf letztere Aussage nicht sicher seien, ob man sie in Persien überhaupt willkommen geheißen hätte. Obwohl betrübt über das Ausscheiden des Bündnispartners aus der Mission, entschlossen sich die Deutschen dennoch weiterzumachen, nur musste jetzt vieles neu geplant werden. Auch ein Ersatz für Wasmus musste gefunden werden, da Niedermayer nicht für diplomatische Verhandlungen zuständig war, sondern für militärische Angelegenheiten. Als Zuständigen für die diplomatischen Verhandlungen wurde Werner Otto von Henting ausgewählt. Jener war ein erfahrener Asienreisender. Begleitet von 6 indischen Kriegern, die sich in deutscher Gefangenschaft befanden und sich freiwillig meldeten, sowie den Revolutionären Mahendra Pratap und Mohammed Barakatullah, machte sich Henting von Deutschland aus auf den Weg. Im Iran angelangt, kam es zwischen Henting und Niedermayer zu Meinungsverschiedenheiten, wer denn die Gesamtleitung übernehmen werde. Von oberer Stelle kam dann der Befehl, dass Niedermayer die militärische und Henting die diplomatische Führung übernehme. Damit waren nun endlich die internen Führungsstreitigkeiten beendet und die Mission bereit für den Aufbruch. Am 1. Juli 1915 startete von Isfahan aus
die erste Gruppe unter Henting Richtung Afghanistan. Niedermeyers Trupp verließ wenige Tage später die Stadt. Beide entschlossen sich dazu, die Karawane aufzuteilen, da sie dadurch nicht so sehr auffallen würden und die Beschaffung von Lebensmitteln sowie Trinkwasser zwei kleineren Gruppen leichter fallen würde als einer großen. Nun begann also der etwa 1500 Kilometer lange Marsch durch eines der schwierigsten Gelände der Erde, darunter die Salzwüste Kevir. Aber nicht nur das Gelände und die mörderische Hitze gehörten zu ihren Herausforderungen, sondern auch Sandstürme, Räuberbanden, Skorpione, Schlangen und natürlich der Feind. So waren die Engländer und Russen darum bemüht, die Grenze nach Afghanistan militärisch abzusperren, den sogenannten ostpersischen Kordon aufzubauen. Um diese 800 Kilometer Grenze zu sichern, kamen die Russen vom Norden und die Engländer vom Süden her. Doch so ein unwirkliches Grenzgebiet vollständig abzusichern, war ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Doch zurück zu unseren Missionsteilnehmern und ihren Strapazen auf dem Weg zur afghanischen Grenze. Schon auf dem Weg Richtung Salzwüste hatten sie mit extrem heißen Winden zu kämpfen, welche sehr feine Sandkörner in die Augen und Atmungsorgane trieben und selbst in fest verschlossene Gepäckstücke eindrangen. Die erbarmungslosen nächtlichen Gewaltmärsche machten vielen zu schaffen, sodass sie auf ihren Reittieren einschliefen, wodurch es nicht selten zu Stürzen kam. Eines Nachts gerieten sie in ein Feld voller Giftschlangen, die durch ihr Gift eines der Pferde niederstreckten. Niedermeyer und einige andere zogen sich zum Schutz ihrer Beine Ledergamaschen an und gingen mit Peitschen und Stöcken bewaffnet voraus, um die Schlangen zu vertreiben. Angekommen in der Salzwüste Kevir, die im iranischen Volksmund auch die Hölle Irans genannt wird, hatten sie schon vormittags mit 45 Grad im Schatten zu kämpfen und die weiße Salzkruste auf dem Boden blendete ihre Augen. Doch sie schafften es, durch diese menschenfeindliche Wüste hindurch zu gelangen und beide Karawanen trafen sich an dem verabredeten Punkt nahe Chadeh wieder. Für die Briten war dies ein unglaublicher Schock, da es vor den Deutschen keinen Europäern gelungen war, die Kevir in den Sommermonaten zu durchziehen. Lediglich dem schwedischen Entdeckungsreisenden Sven Hedin gelang es in den Wintermonaten durch sie hindurch zu gelangen. Noch vor Ort beschlossen sie, die afghanische Grenze gemeinsam zu passieren, da sie erfahren hatten, dass sich der ostpersische Kordon immer mehr verdichtete und sie vereint eine stärkere Schlagkraft haben würden. Dennoch ritten sie nicht wahllos drauf los und riskierten Feindkontakt, sondern wollten mit Hilfe von Lockvögeln, Scheinmanövern und Falschmeldungen eine Lücke schaffen, wodurch die Hauptgruppe hindurchschlüpfen könnte. Deshalb schickten sie drei Gruppen los, von denen die erste nach Nordosten ging, um dort die Kosaken abzulenken. Sobald diese die Kosaken auf eine falsche Fährte gelockt haben, sollten sie sich nicht zurück zur Hauptgruppe, sondern sich in ein geheimes Lager in die Wüste zurückziehen, in welchem dann auch diejenigen Mitglieder der Mission blieben, die zu krank waren, um den Weg bis zur Grenze zu schaffen. Die zweite Gruppe war ein Spähtrupp bestehend aus 30 bewaffneten Persern und Oberleutnant zur See Wagner. Diese wurde vorausgeschickt, um für die Hauptgruppe einen Weg zur Grenze zu finden. Die dritte Gruppe sollte die Briten im Südwesten ablenken und bei erfolgreichem Durchführen versuchen, nach Kerman zu gelangen, damit sie sich dort mit Zuckmeier oder Seiler zusammenschließen können. Zuckmeier und Seiler waren ebenfalls Abgesandte aus Deutschland, die im Iran Menschen gegen die Entente mobilisieren sollten. Alle drei Patrouillen sollten auf ihrem Weg in den Dörfern irreführende Geschichten über ihr Vorhaben erzählen und scheinbar versehentlich Geheimpapiere liegen lassen, die natürlich Falschmeldungen enthielten. Als sie nur noch drei Tagesmärsche von der Stadt Birjand entfernt waren, mussten sie sich überlegen, welche Route sie nehmen, um die Stadt zu umgehen, da in Jena garantiert schon britische Soldaten angekommen waren. Niedermeyer entschloss sich für die nördliche Route, da diese sehr schwer zu durchqueren ist und somit ihre Feinde womöglich nicht damit rechnen, dass sie jene Strecke wählen. Zu diesem Zeitpunkt entsendete er die dritte Gruppe als eine Kamelscheinkarawane, um dem Gegner weiszumachen, sie würden die südliche Route nehmen. Sein Plan war ein voller Erfolg. Der englische Geheimdienst fiel auf das Manöver der Scheingruppe herein. Den schwersten Abschnitt hinter sich habend, erwartete sie nun Afghanistan und die Aufgabe, dessen Emir zum Kriegseintritt auf Seiten der Mittelmächte zu bewegen. In Afghanistan angekommen, schickten sie den islamischen Freiheitskämpfer Barakatullah und den Türken Kasım Bey voraus, um sie beim Gouverneur in Herat anzumelden.
Daraufhin holte sie eine Karawane des Gouverneurs ab und hieß sie als Staatsgäste willkommen. In Herat angekommen, brachte man die Missionsmitglieder in einem Provinzpalast des Emirs unter, wo sie eine Festtafel erwartete. Nach einiger Zeit voll vorzüglicher Behandlung machte sich die Truppe weiter in Richtung Kabul. Kurz vor der Stadt wurden sie freudig überrascht, als die Angehörigen der türkischen Kolonie vor Ort sie herzlich begrüßten und hiernach eine Ehrengarde in türkischer Uniform sie in Empfang nahmen. Trotz dieses Empfanges sowie dem Jubel der gesamten afghanischen Bevölkerung kam schnell Ernüchterung auf, denn der Emir war nicht vor Ort und hatte auch nicht vor, aufzutauchen. Auch der Aufenthalt wurde mehr zu einer luxuriösen Gefangenschaft und als dann auch noch Henting schwer erkrankte und ihm ein Besuch des türkischen Arztes Münir Bey verweigert wurde, reichte es den Deutschen und sie traten in den Hungerstreik. Die Afghanen gaben nach und Henting erhielt die medizinische Versorgung. Münir Bey erzählte ihnen, dass zwar der Großteil der Bevölkerung pro-deutsch sei, sowie das Umfeld des Emirs, aber der Emir Habibullah selbst unter starkem englischen Einfluss stehe. Nach längerer Wartezeit gewährte ihnen Habibullah schließlich doch noch Audienz und hörte sich deren Anliegen an. Er entgegnete ihnen, dass er zwar helfen würde, aber sei er von Russland und Großbritannien eingekreist. Zudem würde es zu Finanzierungsschwierigkeiten kommen, wenn er in Indien einmarschiert, da er keine Zuwendung mehr von den Briten erhalten werde, sowie sein Guthaben in Indien konfisziert werden würde. Um an dem Heiligen Krieg teilnehmen zu können, bräuchte er außerdem Waffen, Geld und türkische sowie deutsche Soldaten. Die Deutschen entschlossen sich so gut es geht den Forderungen des Emirs nachzukommen und schickten einen Geheimkurier los, um einen Bericht an Prinz Reuß nach Teheran zu senden. Darin stand, dass es eventuell schon ausreichen könnte, wenn 1000 türkische Soldaten sowie die im Iran befindlichen Deutschen sich auf nach Afghanistan machen würden. Doch der Brief kam nie an, da es sich bei dem persischen Geheimkurier um einen Spion in russischen Diensten handelte. Die Verhandlungen mit dem Emir zogen sich immer weiter hin und die Deutschen begannen zu realisieren, dass es aussichtslos war, Habibullah zu überzeugen, da er sich alle Möglichkeiten bis zum Ende offen halten wollte und deshalb weder für die britische noch für die deutsche Seite etwas unternahm. Das Einzige, was während der Verhandlungen zustande kam, war ein Freundschaftsvertrag zwischen Berlin und Kabul, bei welchem dem Emir großzügige Zugeständnisse gemacht wurden. Hier zeigt sich das doppelte Spiel Habibullahs, denn am selben Tag, an dem er den Vertrag mit den Deutschen unterzeichnete, versicherte er dem britischen Vizekönig seine Neutralität. Nun machen sich die Deutschen im Mai 1916 über verschiedene Strecken auf den Weg in ihre Heimat. Niedermayer über den Iran und Henting über China und die USA. Hätten die Deutschen geahnt, dass es im Süden Russlands anfing zu brodeln, wären sie sich enttäuscht auf den Heimweg machten, wären sie wohl schnellstmöglich dorthin geeilt, um die Revolte, die nur 2 Monate nach ihrer Abreise entbrannte, tatkräftig zu unterstützen. Denn jene hätte der Funken für eine islamische Erhebung sein können. Doch die Nachricht über die Aufstände im russischen Turkestan kam zu spät in Kabul an und diese wurden dann vom Zarenreich niedergeschlagen, da es an Waffen und einem koordinierten Vorgehen auf Seiten der Aufständischen fehlte. Währenddessen bemühte sich Henting auf eigene Faust in den muslimischen Gebieten Chinas den Heiligen Krieg auszulösen. Angekommen in der Stadt Jarkand begann er die einheimischen Muslime gegen die ansässigen russischen sowie britischen Kolonialherren zu mobilisieren und beschaffte sich Waffen aus den Arsenalen der chinesischen Regierung. Als die Nachricht von Hentings Aktivitäten die beiden Kolonialmächte erreichte, forderten jene die Chinesen zum Handeln auf. Doch wollte der chinesische Gouverneur nicht gewaltsam gegen die Aufständischen vorgehen und beließ es bei einer Drohung, welche aber ignoriert wurde. Als sich die Revolutionäre jedoch kurz vor Kaschgar, der Hauptstadt der Region, befanden, um dort die Konsulate der Feinde zu stürmen, war der Gouverneur zum Handel gezwungen und entsendete Truppen. Diese hielten Hentings Truppe in einer Entfernung von nur 15 Minuten vor dem britischen Konsulat auf. Aufgrund der überwältigenden Überzahl der chinesischen Soldaten mussten sie die Waffen niederlegen und Henting seinen Plan, hier einen Aufstand auszulösen, aufgeben. Abschließend lässt sich sagen, dass das Hauptziel der Mission, die Revolutionierung großer Teile der islamischen Welt, zwar gescheitert ist, aber dennoch setzt es die Entente unter gewaltigen Druck und veranlasste sie dazu, eine gewisse Truppenstärke ständig vor Ort haben zu müssen. Und nicht nur die Auswirkung während des Krieges sei hier erwähnt,
sondern auch die Folge der Afghanistan-Mission. Diese war nämlich 1919 der Auslöser des dritten anglo-afghanischen Krieges, aus welchem die Afghanen siegreich hervorgingen und ihre Unabhängigkeit gewannen. Als Habibullah von pro-deutschen Afghanen ermordet wurde, da sie seine Weigerung, auf Seiten der Deutschen zu kämpfen, als verpasste Möglichkeit sahen, jemals unabhängig zu werden, war es sein Sohn Amanullah, der sich zum Kampf entschloss. Den afghanischen Soldaten gelang es 100 Kilometer tief nach Indien einzudrängen, woraufhin sich die Engländer geschlagen geben mussten. Diese militärische Leistung ging zu einem nicht unwesentlichen Teil auf die Ausbildung durch die Deutschen zurück, doch auch auf den Kampfeswillen der Afghanen, die sich nicht einmal durch den britischen Einsatz von Giftgas haben aufhalten lassen. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit nahm Amanullah auch sofort Kontakt mit Deutschland auf. Zu allerletzt nochmals etwas zum Thema des angeblichen Griffes nach der Weltmacht und damit einhergehend die Herrschaft Deutschlands über die Muslime. Ich erwähnte bereits, dass während der Anfänge der Afghanistan-Mission es an Koordination und Befehlsstruktur mangelte. Dies ist eben dadurch begründet, dass es nun mal keinen fertigen Plan gab, den Orient zu erobern. Es bezeugt eher die aus der Not heraus improvisierte Herangehensweise, auch Muslime außerhalb des Osmanischen Reiches als Mitstreiter zu gewinnen. Viele Personen, die einigermaßen glaubwürdig ein Projekt vorstellten, welches der Revolutionierung von Muslimen diente, erhielten weitgehend Unterstützung, ohne dass ihre Pläne und vor allem die Person selbst ausreichend überprüft worden wären. Eine dieser Personen war Max Rohloff, der dazu beauftragt war, auf der arabischen Halbinsel für den Heiligen Krieg zu werben. Dazu sollte er über Rotterdam per Schiff nach Indonesien, um von dort aus nach Jeddah zu reisen, einer Hafenstadt im heutigen Saudi-Arabien. Doch laut seines eigenen Berichtes sei er nach Konstantinopel, dann weiter nach Damaskus, wo er sich angeblich als Araber tarnte und bis nach Mekka reiste. Dort angekommen habe er die Pilgerrituale vollzogen, sowie panislamische Propaganda betrieben. Sein Rückweg nach Deutschland habe sich über Ägypten, Tunesien, Algerien und Italien erstreckt. Und das alles angeblich in 10 Wochen, für die damalige Zeit ein Ding der Unmöglichkeit. Als seine Dreistigkeit Überhand nahm und er in einer Zeitung einen Artikel dazu veröffentlichte, wurde er verhaftet. Was danach geschah, ist unklar, da das Auswärtige Amt und der Generalstab die Unterlagen dazu verschwinden ließen. Die Behörden fielen also auf einen Betrüger herein, da ihnen keine schon vorab ausgewählten Personen zur Verfügung standen, was aber bei einem angeblichen Plan zur Erringung der Weltherrschaft hätte der Fall sein müssen.